Hallo meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen Me-Time. Heute habe ich irgendwie Videodrehtag und jetzt war ich eigentlich fertig und jetzt ist die Goodiebox noch gekommen. Und wenn dich das interessiert, dann schnapp den Kaffee und Keks wie auch immer und nach einem kurzen Intro sehen wir uns. Wenn du neu bei mir auf meinem Kanal bist, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Bitte prüfe auch, wenn du bei Gewinnspielen mitmachst, ob du noch Abonnent meines Kanals bist, denn YouTube löscht immer mal wieder. Und für alle, die wieder eingeschaltet haben, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich wünsche euch natürlich viel Spaß bei dem Video. Ich bin ja ein absoluter Fan von der Goodiebox. Ihr seht das, es ist offensichtlich. Und eigentlich habe ich mir gedacht, super, mein Nachbar fängt jetzt wieder an mit Singen. Das Video kann ich nächste Woche machen, das ist jetzt alles nicht so schlimm, aber schaut euch doch mal bitte diese schöne Verpackung an. Früher war ja die Goodiebox hier oben Anthrazit und mittlerweile ist sie komplett farbig und ich finde die Farbe so schön. Und ich werde wahrscheinlich meine Sammlung noch erweitern. Entschuldigt bitte mit dem Hintergrund, dass er ein bisschen lauter ist und ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Was ist die Goodiebox? Die Goodiebox ist eine Abo-Box für 19,95 €. Und ich verlinke euch alle Boxen immer in der Infobox. Und sie haben auch eine Crushbox, wo nur dekorative Kosmetik enthalten ist. Ansonsten ist hier immer so ein gemischtes Werk sozusagen. Duschgel, Shampoo, vielleicht auch mal ein Lippenstift. Und ich habe noch kein Unboxing gesehen, deswegen bin ich richtig gespannt. Und wir öffnen dieses schöne Schätzchen mal gemeinsam. Die riecht nach nichts und da. Das ist der erste Blick und ich finde das so schön. Die Farbe ist voll meins. Wir haben ein digitales Leaflet und das Thema heißt The Classic One. Ja, ich werde auf diese Leaflets nicht mehr eingehen. Wir nehmen das jetzt einfach mal so hin, wie es ist. Pinky. Ich bin begeistert. Ich finde sie sehr leicht, sehr klappernd. Und ich werde versuchen, das heute noch hochzuladen, das Video. Und ich sehe schon was, was mir richtig gut gefällt. Ich zeige euch die Produkte. Ich weiß allerdings noch nicht, ob immer alle Produkte bei mir bleiben. Aber das spielt jetzt in erster Linie keine Rolle. Und über das Produkt freue ich mich richtig. Und zwar von eCooking. Ich denke, das ist ein... Ach nein, doch nicht. Ich habe nämlich optisch genau das gleiche, nur in groß, das ist eine Reisegröße, ein Trockenshampoo und zwar von eCooking und das ist jetzt ein Haarspray. Ich habe momentan das von diesem Frizz, wie heißt denn das? Da gibt es auch so eine lilane Firma, werdet ihr im Aufgebraucht sehen. Da muss ich sagen, das ist ein mega Haarspray, das hält alles und das muss jetzt dagegen antreten. Da bin ich schon richtig gespannt, ob das hält. Schauen wir mal, wir können ihn ja mal schon sprühen. Also es riecht zumindest angenehm. Schauen wir mal, wie es hält. Also eCooking, muss ich mittlerweile sagen, finde ich eine tolle Marke, eine tolle Firma, gefällt mir richtig gut. Das nächste Produkt weiß ich nicht, ob das bei mir bleiben wird, weil ich habe ja eigentlich gar keine Nägel zum Lackieren. Ich habe immer Do-Nails oder gemachte Nägel, da wechsle ich mich tatsächlich mittlerweile immer mal wieder ab. Einfach, damit ich sagen kann, ich bin zufrieden mit dem, was ich gerade habe. Und wenn ich aber dann sage, ich möchte meine Nägel machen lassen, dann mache ich das einfach. Und wenn ich dann mal wieder keine Lust drauf habe, dann nehme ich wieder meine Do-Nails. Da habe ich auch einen Rabattcode, der heißt Heikes Kleine Welt 123. Und hier haben wir wieder von Nails Berry ein Nagellack. Eine schöne Farbe, eine sehr schöne Alltagsfarbe. Ich habe von der gleichen Firma den in Rot, der hält richtig toll. Finde ich auf jeden Fall richtig gut. Und wir haben ja das Thema The Classic One, das heißt klassische, typische Produkte, so könnte ich mir das vorstellen, die man so immer hat. Das heißt ein Shampoo, ein Nagellack, ein Haarspray, ein Kamm theoretisch und vielleicht ein Lippenstift. Schauen wir mal. So, dann haben wir von, okay, Elemis ein Primer. Ein Glow Primer. Gut. Elemis ist eine sehr gute Marke. Ich habe noch genug Primer im Backup, deswegen weiß ich noch nicht, ob der bei mir bleibt. Elemis ist auch keine günstige Marke. Ich denke, das ist ein, sage jetzt mal, eine Probegröße. Ich werde euch alle Fotos aus dem
digitale Leaflet einblenden, falls ich da mich auch vielleicht vertue mit dem Produkt, wo ich sage, ja, das ist das und dann ist es vielleicht jetzt gar nicht, schreibe ich euch auf jeden Fall hin. Das nächste Produkt ist Made in USA Raw Perfection, ein Dream Oil, ein Schlaföl. Muss ich das trinken? Oder tut ich mir das nur, riecht nach gar nichts? Was ist ein Dream Oil? Ich kann es jetzt gar nicht mal sagen. Die Größe finde ich sehr gut, weil wenn es nämlich nichts ist, kann ich es aufbrauchen. Ich kann euch nicht sagen, was ein Dream Oil ist. Ich werde es euch unten hinschreiben. Ja, das nehmen wir jetzt einfach mal zur Kenntnis. Und dann haben wir das letzte Produkt. Und da habe ich ein bisschen Angst, weil von Moshi Moshi Mind, die Produkte haben mir tatsächlich nicht so zu 100% die letzten Male gefallen. Und wenn ich da schon lese, Gua Sha, kennt ihr noch diesen Rosquarz-Gua Sha Stein aus Plastik, der ewig umhergegangen ist? Ich hoffe nicht, dass es wieder sowas ist. Ich krieg's wahrscheinlich gar nicht mal auf. Ach, ist ja auch zugeklebt. Ich weiß es noch nicht. Oh, ja. Schön, es ist auch diesmal ein Stein, aber der kommt bei mir definitiv nicht zum Einsatz. Der wird auch nicht günstig sein, der wird mal in eine Verlosung von euch gehen. Ist absolut nicht meins. Packaging finde ich gut, aber ich hatte mal so einen Roller fürs Gesicht, der war richtig schön, der hat aber leider nicht lang gehalten. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, die Produkte kosten auch richtig Geld und dann hält es nicht. Zum Verschenken sehr fein, aber leider nicht meins. Das waren schon alle Produkte in der Box. Ja, eigentlich freue ich mich nur über das Haarspray und den Nagellack, den ich wahrscheinlich gar nicht verwenden werde. Und das war's. Also für 19 Euro dann ein Haarspray finde ich dann ein bisschen... Naja, ich freue mich auf jeden Fall über die Box. Die gefällt mir eigentlich am besten und das Haarspray. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, wie ihr die Box findet. Ob ihr euch ein anderes Produkt als Klassik-Produkt vorgestellt hättet. Ein Gua Sha Stein gehört für mich nicht zu einem Klassik-Produkt. Ja, war jetzt nicht so. In diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende. Bleibt mir schön gesund und hoffentlich sehen wir uns am Sonntag wieder. Am Sonntag kommt nämlich ein Video über eine Challenge. Und ja, lasst euch einfach überraschen. Liebe Grüße, eure Hecke.